Hallo, mein Name ist Serkan Tunca, ich bin veganer Küchenchef und heute zeige ich euch pflanzliche Alternativen zum Thema Binden. Wir haben heute hier Reibekuchen und zum pflanzlichen Binden haben wir verschiedene Komponenten. Zum einen Sojamehl und zum anderen haben wir auch Haferflocken. Wir haben unsere Zutaten hier schon bereitgestellt. Zum einen natürlich, wie gesagt, die Haferflocken. Dann haben wir nochmal zusätzlich ein bisschen Stärke zum Binden. Dann haben wir unsere Kartoffeln, die ja auch schon Stärke enthalten. Und klassisch zum Reibekuchen ein bisschen Apfelmus und ein bisschen Öl zum Anbraten. Genau. Dann legen wir gleich mal los. Haferflocken dazu. Speisestärke. Salz dazu. Ein bisschen Pfeffer. Etwas Muskat. Nicht zu viel da. Als kleinen Tipp, also ich nehme gerne die kernigen Haferflocken. Erstens, weil sie dann in der Masse nicht zu matschig werden, damit wir dann beim Rausbraten ein bisschen mehr Biss in den Kartoffelpuffern haben. Und es macht das Ganze noch ein bisschen knuspriger. Die Besonderheiten von den pflanzlichen Lebensmitteln, die zum Binden geeignet sind, ist zum Beispiel anstatt vom Ei, dass wir das Ganze nicht irgendwie gekühlt lagern müssen, dass wir das nicht getrennt oder abgedeckt lagern müssen, sondern wir können diese Komponenten ganz normal im Trockenlager über Monate lagern. Und wir haben natürlich auch nicht die Gefahr von Salmonellenerkrankungen. Und das sind die großen Pluspunkte von pflanzlichen Lebensmitteln, die wir zum Binden verwenden. So wie ihr seht, halten die Haferflocken unsere Reibekuchen wunderbar zusammen. Ja? Und das alles ganz ohne Ei. So, voilà. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. We'll be right back.